Hi, ich bin Ewald Ahrens und ich bin der Autor des Romans Alte Sorten oder Wilde Birnen, wie es bei euch heißen wird. Und ich habe diesen Roman geschrieben, weil ich zweierlei erzählen wollte. Die Geschichte einer Freundschaft, einer sich sehr langsam entwickelnden Freundschaft zwischen zwei Frauen, die beide ihre Verletzungen mit sich rumtragen. Und auch im Zusammenhang mit diesen Verletzungen wollte ich eine Geschichte schreiben, die eine Heilungsgeschichte ist, eine echte Heilungsgeschichte. Und zwar ein bisschen darüber, wie die Natur, ihr seht das hier um mich herum, wie sehr mir Gärten was bedeuten und die Natur überhaupt, wie die Natur Menschen auch heilen kann. Und dazu lese ich euch ein kleines Stück aus dem Buch vor, wo Sally das erste Mal in Liz wilden Birnengarten kommt. Sally folgte ihr und blieb fast erschütternd in dem kniehohen Gras stehen. Sie hatte gedacht, dass sie das Dorf um Liz Hof herum längst kannte. Im Leben nicht hätte sie geglaubt, dass sich hinter dem benachbarten Schulhaus ein Garten dieser Größe verstecken könnte. Und das hier war nicht einfach nur ein Garten. Das war ein Garten wie aus einem Buch, verwildert. Mannshohe Brennnesseln in den Ecken, völlig eingeschlossen von Hecken, voller Blumen und Unkraut, voller wilder, süßer Gerüche. Scheiße, sagte sie ehrfürchtig. Ja, antwortete Liz knapp. Sie pflügte mit der Schubkarre einen Pfad durch das hohe Gras zum ersten der vielen Birnbäume, die akkurat in Reihen standen, was in dieser Wildnis merkwürdig aussah. Esperens Herrenbirne, sagte sie und zeigte auf die Früchte, die eigentlich gar nicht wie Birnen aussahen. Das sind keine Birnen, sagte Sally, als sie näher kam. Das sind große Eier. Sally trat ein Stück näher und folgte Liz Blick. Sie sah gerade noch, wie eine kleine Schlange im Gras verschwand. Nee, oder? Fragte Sally zwischen Erschrecken und Faszination. Schlangen? Du hast Schlangen im Garten? Blindschleichen. Das sind eigentlich keine Schlangen und sie sind nicht gefährlich. Dann lachte sie plötzlich. Was? Fragte Sally über die Schulter. Sie ging der Spur der Schlange nach, vorsichtig, aber voller Neugier. Hat so was Symbolisches, sagte Liz wieder trocken. Ich gebe dir eine Birne vom Baum und dann taucht die Schlange auf. Ich weiß bloß nicht, wofür. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Buch.